Ja, bei mir geht's aber auch gerade richtig. Wir sind also jetzt in Wilmerö und dem Unwetter jetzt zu tun. Wir wollen jetzt mal am Strand lang zu diesem komischen Vorder aus Napoleons Zeiten laufen. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Aber ja, es sollte jetzt Flut sein, Ebbe. Und da kann man ja nur bei Ebbe hin. Deswegen ist das das Erste, was wir heute machen, ne Kelly? Und du hast hier keine Ahnung von der Welt. Bis Bologna warten. Das muss halt gehen, ne? Man kann nun mal hier nur leider bei Ebbe hingehen. Das ist schon, das sieht schon cool aus, ja, ne? Wie man sehen kann, ist es heute wieder warm. Ich meine, das sieht man schon, weil die Leute gehen ja dementsprechend rum. Hier ist so eine Toilettenanlage. Was singt da so furchtbar? Shani. Das hätte jetzt wirklich sein können. So gehört sich das, ne? Und schon, dass es uns auch gleich noch mit dazu gehören sollte, Frankreich. Das ist so schön Orte, ne? Oder? Ja. Guck mal, wie herrlich das ist. Wisst ihr, an was mich das hier erinnert? So ein bisschen an Binz. Ja. Ja, es muss ja aufs Zeugnis, wenn du gefehlt hast. Ich hatte auch keine Chance. Ach so? Na, wir wollen mal sehen, ob wir da hinten zu dem Ding hinkommen. Das ist jetzt ja mein Schulfehltag, wenn du da gefehlt hast. Da wollen wir hin. Das bei uns nie eingetragen, wenn wir im Praktikum gefehlt haben. Das ist jetzt Ebbe, und zwar so ziemlich der Höhepunkt der Ebbe. Gut, Frau Bönker. Ein Gefängnis am Strand. Komisch, ne? Ich denke, das gehört auch noch zu der Anlage hier mit dazu, zu diesem Napoleon-Kram. Das hätte ich nicht gedacht, dass es nochmal so richtig intensiv wird. Nee, es hat sich nicht geholfen auf dem Gewitter. Es hat sich ja gestern Abend schon, wo wir da spazieren gegangen sind, hat man ja schon gemerkt, dass sich das eigentlich null abgekühlt hatte, wirklich. Auch echt schwer. Ja, es ist kacke, wenn man jetzt sieht, dass hier keiner ist, könnte man sie erstmal ein Stück laufen lassen. Wenn wir natürlich sehen, dass da große Hunde kommen, müssen wir sie halt wieder einpacken. Weißt du nicht? Ist hier jetzt irgendein Hund in der Nähe? Da lassen wir sie erstmal kurz ein paar Meter laufen, die Hunde. Da könnt ihr erstmal ein bisschen den Rücken entlasten. Jetzt, hier hinten ist doch kein Schwanz. Nee, im Schwanz ist hier bestimmt. Und so ein Aufstand mit Zusammenschrauben, ein Pipapo. Und dann. Papa hat 30 Euro. Nee, das ist das Gleiche hier. Ich habe gedacht, dass das richtig gut da drin aufgehoben ist. Und aber das ist ja nicht der Fall. Runterfallen lassen passiert sicher nicht. Ja, aber. Ja, das sollte doch aber nicht reinkommen, oder?
Mal, da oben drin sind auch überall Dinger reingebaut in den Felsen direkt. Die stinkt an. Ja, an der Stelle stinkt total nach Pink Pisse. Richtig eklig. Da kommt das von denen. Muss ja. Ich hoffe, ich rutsche hier nicht aus. Das ist nämlich was, was mir gar nicht gefällt hier. Da wäre es dann sicherlich auch das Klügste, wenn wir uns dann als nächstes gleich irgendeinen Laden suchen, wo wir unser Mittagszeug zusammenkriegen. Denn im Stadtzentrum selbst werden wir da nicht so sehr viel Glück haben, denke ich. Vielleicht findet man auch gleich ein Action oder so. Ja. Aktion. So, mal sehen, dass wir jetzt hier nicht ausrutschen. Guck mal, hier hat sich doch schon so ein richtiger Weg irgendwie hingetrampelt. Na gut, schmierig ist es. Aber nicht jetzt die ganze Strecke, denke ich, ja? Das ist sicher der Weg, wo der mit dem Trecker lang gekommen ist. Guck mal, da hinten sieht es nicht mal so schlimm aus. Ich muss auf jeden Fall aufpassen. Da hinten sieht man schon die Anlage. Weniger der rumnervt, aber dafür mehr Kinder, die betreut werden müssen. Ne? Oh, na gut. Das ist für alle was. Also muss ich doch, wo Kelly ist, gehen. Es sei denn, du gehst hier die Kante eins runter. Ja, ne, wie gesagt, man ist hier ein paar Meter. Das wird noch weiter Ebbe, das ist noch nicht der Tiefpunkt der Ebbe. Die Leute laufen da auch alle rum, das ist nicht kompliziert jetzt. Ja, ich habe jetzt leider hier aufgeben müssen, weil von der Stelle aus, wo ich eigentlich dachte, man kommt hier bequemer hin, von Wimmerö ist es tatsächlich komplizierter und ja, sonst bleibst du da und die anderen gehen hin. Ich hätte es mir wirklich total gerne selbst angeguckt. Aber wenn ich hier irgendwo ausrutsche, wie gesagt, ich kann ja nicht mich mit beiden Armen irgendwo abstützen oder mich festhalten. Ich habe immer nur den einen Arm und das wäre jetzt überhaupt nicht gut, wenn ich hier nochmal auf den Arm falle. Vielleicht kann ich das im nächsten Urlaub, wenn wir mal hier sind, machen. Und dann vielleicht wieder von der anderen Seite, da war das doch nicht so kritisch, wie hier von Wimmerö aus, weil man hier wirklich schon eine ganze Ecke lang auf solchen komischen Steinen hier laufen muss, während man ja von der anderen Seite vorwiegend Strand gelaufen ist und dann erst hier so ein bisschen auf glatten Steinen kam.
hab's gesehen, aber leider nicht gefilmt. Jesse ist bereits hingefallen. Also, ja, ich bin froh, dass ich das nicht... Es sind relativ viele Leute dort auf dem Damm. Es sieht ja jetzt so aus und es ist natürlich sehr... uneben, das Ganze. Zwei haben schon aufgegeben. Frederik und Jesse kommen wieder zurück. Kelly und Daniel da hinten. Ich glaube, die schaffen es. Ich bin auch ganz froh, wenn sie wiederkommen, denn wenn ich hier so alleine bin und es kommt jemand mit den Hunden, ist ja ein bisschen blöde. Ist das süß! Das können wir hier in das Ding tun. Jesse, da muss ich sehen, dass ich für dich nachher bei Action T-Shirt, Hose und sowas kriege. Ja, diese Latschen sind auch niedlich. Da packst du hier vorne ein, dass es keiner sieht. Die Latschen, sondern ich war total viel Schnick und diese Seegras dort überall. Gut, dass ich nicht weiterkomme. Da können wir nicht laufen. Ja, warte mal, ich will mal vor. So, wir sind jetzt hier auf einem hässlichen Weg und da vorne ist eine Mauer. Wäre Daniel nicht so ein Experte, hätte er gesagt, es ist eine Mauer aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber weil er ein Experte ist, weiß er, es ist eine Mauer aus Napoleons Zeiten. Das macht das Ganze natürlich schon sehr viel beeindruckender. Und deshalb zieht das hier auch so viele Touristen an, wie man sehen kann. Das war aber echt cool. Das nächste vorne. Thank you.
Hier ist das mit der Toilette. Da können wir da vielleicht im Schatten vor den Häusern hier warten. Hier vor diesen Kisten. Und hier ist die Toilette. Kann ich ja schon mal gehen. Ich piss mir umsonst hoch. Als wir vorher hier waren, hatten sie das ganze Ding noch eingetütet. Und jetzt haben sie ja schon ein Drittel ja schon wieder restauriert. Du kannst in die Kirche nochmal reingehen. Es ist ja auch in der Kirche mit der Krypta. Wir sind in Bologna. Und wir parken hier wieder auf dem Parkplatz, wo wir das letzte Mal mit Papa gestanden haben. Weil wir ja nicht wissen, ob auf der anderen Seite was frei ist. Und hier haben wir gleich was Freies gesehen. Und wir werden jetzt mit den Hunden mal oben noch die Stadtmauer lang gehen, damit sie mal was machen können. Und dann hat man eigentlich vor, danach nochmal in die Katakomben zu gehen. Die Hunde müssen mit, ja. Eine gute Frage. Aber wie? Das ist bestimmt irgendwelche besonderen Privilegien. Ja, ja, links oder rechts? Da, weil die ganze Zeit mit rechts. Das geht so lange nicht mehr ran, dass das wieder ausgezählt ist oder Zeit, ja. Nicht keine Risiken eingehen mit der Beri. Tja, so ein Baum. Vor allem wehrt er sich nicht. Den kannst du kuscheln, der wird sich nicht dagegen sträuben. Man kann ihn nicht fragen. Als WLAN-Zugang behandelt. Vielleicht hast du.
Kompass? Nein. Ach, okay. Hier. Naja, wir gucken, vielleicht geht's ja doch. Wenn nicht, ist es vernichtet. Wenn nicht, ist es ärgerlich. Wenn wir jetzt schön schnell rund gehen, wir kommen ja vorne wieder an den Ding raus. Vielleicht. Was lass Micky aber auch ein bisschen laufen, ne? Sie ist eine weitgereiste junge Dame. Das ist sie. Spanonien. Ich hoffe, dass es dann wiederkommt. Ich hoffe, dass wir die Hunde mit reinnehmen können, sonst muss man in getrennten Dingsbums gehen. Aber immerhin können wir sie mit reinnehmen. Das letzte Mal sind wir ohne Hunde gegangen. Ich glaube, wir müssen zuerst hier lang. Ich glaube, das geht so hier. Hier kommen wir zuletzt, hier müssen wir zuerst rein. Mhm. Das ist überhaupt nicht unangenehm. Ja, was wollen wir machen? Du kannst auch hinten, aber das ist doch auch zeitweise ja vorne getragen. Ach so, okay. Ja. Sonst musst du ein bisschen drunter fassen unter das Ding. Ne? Da hat er aber gleich sicherlich in jeder Sprache was parat, hä? Ja, die müssen jetzt die Taschen vorne tragen, weil alle, die Rucksäcke haben, sollen die Taschen vorne tragen, damit man die Wände nicht beschädigt. Ach süß, wann ist es denn so weit? Ich weiß nicht, guck mal rein. Ach, sie ist noch ganz klein. Aber das Prospekt hast du, ja? Ach so. Das letzte Mal war hier ganz viel gar nicht beleuchtet. Nein, ja, nee, weiter vorne. Da ist dann vorne noch so eine. Wir waren noch in einer ganz verzweifelten Situation.
Ich hab's fast nicht mehr. Mir war so schlecht. Ich habe gedacht, ich halte es nicht aus. Ich fand das zu Corona-Zeiten schöner. Da haben sie alles abgesperrt. Und dann musste man, ja, genau. Da konntest du nur in eine Richtung gehen. Und das fand ich total gut. Sonst muss man immer so gehen oder so, weil es ist, du weißt doch gar nicht, wo es wirklich lang geht. Das ist der Originalboden. Das Kelly ist nämlich erst 15. Weil hier hast du einen Weg, weil da guckst du höchstens als hier. Aber was bedeutet das? Also hier ist der rote Punkt, hier sind wir. Und das mit dem roten Punkt ist der Raum, wo wir sind. Aber das verstehe ich überhaupt nicht. Wieso? Da steige ich nicht durch. Okay. Also wir müssen auf jeden Fall an der Kreuzigung von Jesus vorbeikommen. Und es gibt noch Räume mit richtigen Schätzen, mit Gold und alles sowas. Könnt ihr mir mal verraten, was diese Säulen bedeuten? Also, das stimmt. Hier ist ein kleiner Wirtsdrache aufgemalt. Wirtsdrache? Mhm. Kelly ist schwanger. Und das ist die komische Höhle, ne, wo sie reinlegen sollten oder wollten oder getan haben. Oder soll das dastehen? Echt? Warum? Du musst hier nicht leise sein. Aber sie sind alle leise, ne? Aha. Mhm. Na, guck mal, die Nische ist doch perfekt. Ist richtig, ja. Ich habe überhaupt gehofft, dass wir hier irgendwas ordnen. Dann ist uns klar geworden, dass hier nichts ist. Und als wir rausgegangen sind, ich sage, ich habe keins. Da habe ich dann zu James gesagt, du musst fragen. Und hat er dann gefragt. Dann noch James, macht das. Aber. Ich kann noch mal die Sicht da von den ganzen Jesus-Figuren angucken.
zum Schießen. Und was ist hier drin? Oh, das habe ich das letzte Mal nicht gesehen. Naja, der in der einen Kirche hier in, wo waren wir hier in Saumea, da war es auch so. Ja, vielleicht ist das so hochgegangen, dass es da vielleicht an der Stelle noch unstabil ist. Aber immer die Arme. Die Arme, weil die das einzige hier so sind, was so abstehen. Das andere ist ja eigentlich so eine Masse, sag ich schon mal, die halt so, die Arme sind halt die einzigen, die vom Abgewinkel sind, abstehen. Das sind da halt. Hier drüben, ne? Letztes Mal durften sie nicht erholen. Ne? Das hätten sie halt nicht durft, ne? Frederik betet. Frederik, warum betest du? Und wir waren nicht hier und ich war auch das letzte Mal nicht hier. Den kenne ich nicht, den. Es riecht so seltsam jetzt drin, ne? Krypta. Wir hatten auch noch eins mit Mango, das muss ich morgen mal ausprobieren. Und es war relativ billig, ich glaube 1,30 hat es gekostet, 6 Stück. Hier unten an der Ecke ist der Laden, wo es die Andenken gibt. Hier gibt es die Hüte, ah, die gibt es auch unten in dem Laden, die Filzhüte hier. Ja, das stimmt. Das letzte Mal saßen die Leute hier und das war hier der Laden, wo es Schnecken gab. Der ist frech. Aber das ist ja schade, dass das nicht mehr so ist, wie es ist, ne? Sieht schön aus, aber... Ja, aber wie gesagt... Das ist einfach
Cosplay-Flair. Das letzte Mal war es hier viel voller in der Stadt. Da konntest du ja nirgendwo irgendwo vernünftig lang gehen. Wow. Und hier hat durch den Vero das Ding. Und wir können ja dabei schon mal ein Käffchen kochen. Was hast du? Ich kann ja nicht hoch, Kelly. Das habe ich letztes Mal schon nicht gemacht. Ohne die Hunde. Weil das ist, ich habe das Völkerschlacht, ich denke mal schon nicht. Ja, dann fahren wir da hin. Und dann suchen wir uns da einen schattigen Platz. Da gibt es ja schöne, ist vier Parkplätze da oben eigentlich. Stand ja da unten noch irgendwas von Moulin dran, ne? Moulin heißt das Ding. Moulin. Das geht uns total schwul. Auf der rechten Seite war die Tür offen. Ich weiß ja nicht, ob es immer noch offen ist. Man muss natürlich aufpassen, wenn man da reingeht. Da könnten von oben noch die Holzbalken runterknallen. Ja. Ja, die wird beleuchtet. Also nehme ich an, dass es nicht privat ist. Ja, aber da musst du aufpassen, dass da nicht was runterklatscht. Ach du meine Güte. Guck mal, hier hat sich einer hier drinnen noch ein Haus. Ja. Etage, du kannst doch die oberen Etage denn auch. Ja, aber dann als Lebensraum. Ja. Ja. Ich würde dann auf jeden Fall die Toilette reinmachen, da drin einen riesen Duschraum, das wäre richtig geil. Ah, ich würde die Hütte noch ein Stück rüber schieben, sag ich mal. Ich könnte die einfach verschieben. Ja, Daniel kann das. Aber das Grundstück ist auch cool, machst hier einen Zaun, das ist... Du hast sicherlich das Minus übersehen. Ja, ich denke auch, dass das das Minus sein wird, was ich übersehen habe. So, wir sind in Sangatte. Das vorletzte Mal für diesen Urlaub. Morgen ist unser letzter Tag. Und heute wollen wir noch mal baden gehen. Gute Qualität. Heute haben wir mal Flut hier. Wir können ja mal gucken, ob da hinten an der Ecke, wo wir immer gesessen haben, der Platz frei ist. Das ist so ein bisschen so ein Podest da hinten.
sich aufgefühlt. Aber solche Sterne, wie du meinst, habe ich auch schon oft gesehen. Mit so vielen Löchern. Das ist aber kalt, ne? Muss mal sehen, dass man da hinter der Ecke das geschützt. Das hat man nämlich den einen Abend auch, wo Willi mit war. Wenn man dann das lässt. Ich hoffe, der ist nicht besetzt. Nee. Dran. Hier, Daniel, lass die Schuhe hier und geh da lang. Da ist nichts. Ja, aber hier ja schon viele Steine sind. Ach so. Ja, oder du versuchst so durchzukommen. Ich denke, wir sollten vielleicht die Hunde nebeneinander stellen. Wenn wirklich ein Hund kommt, kann ich nicht an allen Ecken sein. Ich gehe mal nachher auch, ne? Jetzt will die Kelly erstmal noch ein bisschen besuchen gehen. Steinchen. Und die anderen wollen ins Wasser gehen. Und ich ziehe ja ganz angenehm windgeschützt, aber hier an der See ist es tatsächlich ein bisschen frisch heute. Und es ist auch ziemlich stürmisch. War doch zumindest, was heißt stürmisch? Windig halt, aber die See ist ziemlich aufgepeitscht. Das war die anderen Tage halt nicht. Weißt du nicht, ob da vielleicht diesmal irgendwo was runtergegangen ist. Naja, die brauchen wir nicht zu weit zu laufen. Heute ein bisschen entweder zu kalt oder weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht so angenehm zu baden heute. Die scheinen nicht so richtig den Mumm dafür zu haben. Die scheinen nicht so richtig. Ich hab's noch nicht, außer Jessie hat sie noch keiner so richtig reingepackt. Die Wellen sind ziemlich heftig. Zack, ist Daniel fort. Gleich wird da vor die Dinger geklatscht, wenn ich aufpasse. Ja,
Ja, den Schnorchel auf. Ui, die Wellen sind wirklich heftig. Alter Schwede. Das sind schon ordentliche Wellen. Wir hatten eigentlich die ganzen Tage über immer ruhige See. Auch gestern nach dem Gewitter war das eigentlich total schön ruhig alles. Aber heute ist es aufgepeitscht. Aber auch eigentlich erst seit wir hier sind zum Wind. Vorher war das eigentlich auch ziemlich, ja, warm war es heute schon. Nicht so heiß wie die Tage zuvor, aber sommerlich warm. Wir werden auf jeden Fall sehen, dass wir, wenn wir hier im Herbst sind, dann die Nacht hier noch schlafen und morgens noch mal in St. Gatt mit den Hunden spazieren gehen. Dann kommen wir eben erst abends an, aber das ist doch egal, ne? Ob man mittags ankommt oder abends ankommt. Das Auto kann ich auch noch am nächsten Tag ausräumen. Das haben wir das letzte Mal auch gemacht, wo wir mit Atte zurückgekommen sind. Das ist dann mit Sicherheit ein bisschen entspanntere Heimfahrt, als da durchziehen zu müssen. Und das ist dann nochmal so ein bisschen so ein Highlight, wenn man hier nochmal sein kann. Das P&O nochmal. Und gleich hinterher. Irish Ferry. Aber irgendwie ist es kleiner. Aber die scheint irgendwie schneller voranzukommen. Da sind unsere. Es ist jetzt kommende Ebbe und wir sind heute auch ein bisschen eher da. 2 Stunden früher als die Tage zuvor. Also Kelly und ich, wir wollen heute Abend nochmal zur Kie, die Runde da zum Friedhof hingehen. Das haben wir in diesem Urlaub noch nicht hingekriegt. Wollten wir eigentlich nochmal machen. Hier sind Möwen. Und hier hätte ich noch eine gesehen. Ah, da. Okay. Wie ist der? Kelly, die sucht noch einen Stein für ihr Aquarium, der mit durchgehenden Löchern ist, wo sie Pflanzen reinmachen kann.